Hallo, ihr Querlinge! Diese Episode von Baldur's Gate 3 nimmt eine sehr unerwartete Wendung, als die Helden in ihrer Neugier einen Kionta-Strand gleich hinter Smaragdhain entdecken. Und dort singt jemand. Los geht's! Dringil und seine Gefährten sind immer noch im Tieflingsversteck in Smaragdhain. Und Dringil denkt sich, die Kleinen müssen noch einiges lernen. Insbesondere Mols Satz, den sie ja von sich gibt, we're gonna own that town, also uns wird die Stadt gehören, damit meint sie Baldur's Tor, wo sie ja hin will. Der braucht einen kleinen Dämpfer, denn die sind noch lange nicht so gut, wie sie glauben. Und deswegen würde er ihnen gerne eine kleine Lektion verpassen. Und Mol wird sie zum letzten Mal jetzt hier die Vollständigkeit dieses Diebesverstecks anschauen. Und wenn sie gleich gegangen sein wird, dann wird der Senior-Schurke den Junior-Schurken mal zeigen, was man hier so machen kann. Und dazu ist wahrscheinlich der Rundenmodus gar nicht so schlecht. So, Dringil, du versteckst dich mal. Gehst mal so ein bisschen dahin. Du bist jetzt versteckt. So, was haben wir denn hier? Schild. Teller. Flasche. Tasse. Teller. Dann dieser ganze Beutel samt Inhalt. Kanne. Jetzt haben wir hier noch einen Stoffbären, den würde Dringil denen lassen. Nach dem Motto, oh, ich kann hier alles klauen, aber ich möchte es nicht. Und er schaut sich diese Truhe an. Der Inhalt ist sicherlich interessant, aber die Truhe könnte quietschen. Und hier steht jemand, der hat Luchsohren. Wenn er jetzt diesen Truhendeckel quietschen hört, dann weiß er, dass da hinten was los ist. Und deswegen verschiebt Dringil das mal noch auf wann immer. Damit ist sein Zug beendet. Was next, I wonder? Die anderen machen eigentlich gar nichts. Dann geht die Umgebung weiter. Da dürfte aber eigentlich nichts passieren, genau. Zu beenden, so Dringil, du gehst noch wieder hier weg. So. Und jetzt geht wieder die Echtzeit. Und hier aufzuschleichen. Gut. Was haben wir hier? Also das hier ist zu verkaufen. Das ist Ware. Die Tasse ist eine Ware und die Ölflasche, gut, die kann man sogar gebrauchen, vielleicht. Der Teller allerdings Ware. Was haben wir hier? Das ist nicht Dringils Kram, aber wir nehmen es gerne so als Anzahlung. Oder alles nehmen, machen wir das so. Noch eine Ölflasche mehr, irgend so ein Ring. Bronzering. Ja, der geht da rein. Die Kartoffel, 3 Lagervorräte. Das müsste ja da oben eigentlich rein, richtig? Genau. Was ist das? Ach, das ist der magische Ring. Ja, ja. Komm. Ach so. Den können wir gleich wegtun. Na, warum auch immer. Das bringt uns noch nicht weiter in Sachen unserer eigenen Besitztümer, aber vielleicht müssen wir vorher das Idol stehlen. Wie auch immer. Wir sind hier gern gesehen. Wir wissen jetzt, wie wir hier rein und rauskommen. Hallo, Mol, ne? We're going to own that town. Ja, genau. So wird's wohl sein. So. Der hier ist sehr aufmerksam. Der macht hier Taschendiebstahl-Geschichten. Der ist ein bisschen zu keck, finde ich. Der braucht auch mal so einen Dämpfer. Vielleicht müssen wir uns mal mit diesem Kollegen unterhalten, dem er das Amulett gestohlen hat. Vielleicht geht dann ja irgendwie was los. Vielleicht erfahren wir dann auch irgendwas. So, dann haben wir doch eigentlich alle hier. Und können das erstmal wieder verlassen. Wie wir da oben an diese Kiste kommen, das ist mir allerdings noch relativ unklar.
Da drüben ist eine Kiste. Die ist wahrscheinlich da schon ewig, in der Weidentruhe. Hm. Vielleicht kann man, wenn man Druide ist, sich in einen Vogel verwandeln, rüberfliegen oder so. Das wäre so eine Idee, die ich als Spieler hätte, aber wie Dringi darüber kommen soll, weiß ich im Moment nicht. Das wird ihm wohl nicht gelingen. Gehen wir erstmal raus, wir können ja, glaube ich, jederzeit hier wieder rein. Lupenleiter. Genau. Was haben wir hier eigentlich? Metallhandschuhe. Oh, wenn die niemandem gehören. Dann nehmen wir die mit. Amek. Time to press ahead. Safe. Those dirt kissers would let us die for the sake of their bloody grove. Okay, der ist. Hat der überhaupt eine Hose an? Naja, ja, ist auf jeden Fall aufgebracht. Xef. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. Sie ist auch unzufrieden, ja. Na, den haben wir, lassen wir hier. Das wird wohl irgendwie gehen. Das funktioniert da gar nicht. Dringil, was ist los? Wie kannst du denn so etwas nicht schaffen? Also bitte, das ist mein Hauptskill. Ah. Nee, also sowas, da kann Dringi nicht anders. Diese Inspiration war mit Sicherheit verschwendet. Aber es geht hier ums Prinzip. Ja, toll. Wie viel Inspiration haben wir? Irgendwo steht das doch. Wir hatten 4 und 2 schon verbraucht. Na, wie dem auch sei. Gut. Mathis, hast du eine Idee wegen des Idols? Hey, you're back. Here to buy some stuff? Nee. Diesmal nicht. Gut, wir machen hier unten weiter. Das war ja eigentlich mein Ziel, aber ich lasse mich so leicht ablenken. Heiliges Becken. Vielleicht gucken wir uns erstmal den Teil an, der gehört da auch noch dazu offensichtlich. Nicht, dass da noch irgendwas ist, was wichtig ist. Oh, halt mal hier, Will. Das ist ein Schwein. I thought you were Halsey. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halsey? Promise me a meat. Will, sieh zu, dass du aus diesem Gespräch rauskommst. Das nimmt sonst Züge an, die wir hier nicht sehen wollen. Bloß schnell weg. Heading out. Ja. Ach du meine Güte. Fischeimer. Oh, gekritzelte Notiz. Moment. No one stopped me yet. Halt euch von Tuffet fern. Sie ist so schon faul genug. Mhm. Ja, das nehmen wir mit. Ja, die angeln nicht. Ist so unhandlich. Have to keep going. Ja. Was ist das hier? Ist das noch der Smaragdhain? Wahrscheinlich schon. Ach du meine Güte. Also ich meine, ich höre jemanden singen. Und warum ist das hier nicht bewacht? Vor einem riesen Turm hier hinten?
Die schaut mal rüber. Ah, die Gestalt des Giontar. Von hier aus könnte man den Smaragdhain einfach angreifen, wenn man hier anlanden würde. Was ist denn da oben? Oh ja, da singt jemand. Und hier erspäht Drinkel irgendwas. Das müssten wir uns mal näher anschauen. Ist aber relativ unzugängliches Gelände. Hier dahinter ist irgendwo das Lieblingsversteck. Tieflingsversteck, die Tieflinge, das war ein anderer. Das war Woljiv. So, da geht's nicht weiter. Na gut, dann gucken wir mal hier runter. Trinkel findet es erstaunlich, dass ja nicht mal jemand eine Wache aufgestellt hat. Ist halt überhaupt niemand. Is someone singing? Ja, da singt Beautiful. Jemand. Natürlich singt da jemand. Sag ich doch die ganze Zeit schon. Untersuche den Strand. Wir haben am Strand merkwürdige Musik vernommen. Wo kommt sie her? Ja, vom Strand. Das wissen wir doch schon. Thema geklärt. Das ist wirklich merkwürdig. Kann man hier rüberspringen? Darunter? Hüpf auf die Säule, hüpf auf die Säule. Darüber dann? Geht das? Geht da was? Moment. Ist das möglich? Ja. Das geht. Dann müssen wir erstmal dahin. Aha, Geheimversteck. Dachte ich mir doch. Da gefunden. Nach einer kleinen, aber durchaus entdeckbaren Sprungpassage über Säulenstümpfe. Eine Schaufel hast du ja dabei. Ein Kurzbogen, ein Achat und 4 Goldstücke. Naja, das Spiel hält uns knapp, hä? So. Ging es denn noch weiter? Im Moment sehe ich ja nichts mehr. Ich denke, das ist es gewesen. Na. Dann zurück. Es führt ein Weg nach oben hier weiter entlang. Der könnte hier um den Berg herumführen, aber der Gesang führt die Helden erst einmal an diesen Strand runter, den Kjontar-Strand. Abgeschiedener Hain. Such a pretty song. Wer ist da? Da ist ja doch jemand. Untersuche den Strand. Moment. Please. Wir haben... Oh, ein Tieflingskind. Oh. Merkon. Hallo? Shh. Listen. Ach du meine Güte. Also, das ist irgendein Sirenengesang oder dergleichen. Der Kleine wirkt absolut entrückt. Tringil glaubt nicht, dass es schlau ist, ebenfalls diesem Gesang zu lauschen. Du solltest nicht so im Wasser stehen, es ist zu gefährlich. Don't you hear it? It's so peaceful. Hörst du das nicht? Das klingt so friedlich. Ihn beklauen.
Nee, wir haben gerade schon die Tieflinge beklaut. Also natürlich kommt Drinkin jetzt auf die Idee, das zu machen, weil es ist ja sein Beruf. Aber was soll der Kleine schon bei sich haben? Die Tieflinge sind hier die unterste Kaste. Und den scheint ja auch gerade niemand zu suchen, sonst wäre schon Tohuwabohu oben im Lager. So wie bei Arabella. Nein, wir beklauen ihn jetzt hier nicht. Obwohl, das könnte Inspiration geben. Ah, nee, das ist auch zu leicht. Nee, das ist auch unterdringlich jetzt eher. Das machen wir nicht. Ich höre nichts. Komm zurück zum Ufer. No, no. It's just a bit of water. I only want to listen. Just a little closer. Na? Oh. Yes, everything's gonna be fine once I get there. Aha. Kann bitte mal jemand einschreiten? Was? Wieso bist du eigentlich zuerst dran? Okay, also, was bist du eigentlich für eine? Du bist eine nicht genügende Bewegungsrate. Das ist eine Harpyie. Oh. Dem Lied widerstehen. Wir müssen dem Lied widerstehen. Wie geht denn das überhaupt? Lockendes Lied. Muss jeden Zug einen Rettungswurf auf Weisheit bestehen, um nicht vom Harpyiengesang fallen. Oh, das ist aber übel. Aber welche Harpyie singt denn überhaupt? Die da unten, die kämpft? Die da singt, glaube ich. Die anderen singen nicht. Tja. Ach, da oben ist auch noch eine. Tja, was machen wir denn da? Trinken. I can't even catch my breath. Ah, Will ist dem Lied auch verfallen. Außer der normalen Reichweite. Tja, müsste man... Will ist aber jetzt auch echt am Arsch, ne? Tja, wie mache ich das? Das ist ja eine blöde Situation hier. Wir haben also alle Nachteile auf unserer Seite. Das muss man erstmal schaffen. Näher ran und dann habe ich nur eine 50%ige Chance, sie zu treffen. Das ist eigentlich doof. Haben wir irgendwelche besonderen Pfeile, die uns was nutzen? Pfeil der Säure, Ilmater. Tja, wenn man damit schießen würde, aber damit ist ja dann unsere Trefferchance auch nicht höher. Vielleicht bleibt Läsel hier unten, um hier Will zu helfen und die anderen... gehen vielleicht erstmal irgendwie da hoch. Zu eintauchen. Sport. Kannst du da hoch? Geht das? Nicht genug. Wie willst du denn da laufen? Okay, noch mal langsam. One day I'll catch a break. Ach, Schattenherz ist wohl auch. Oder noch nicht dran, wie auch immer. Ja. Angriff? Ja, kommen wir nicht nah genug ran.
Wir kommen nicht nah genug heran. Das ist alles ziemlich ätzend. Das wird ja auch nicht gelingen. Nee. Mit der Runde kommst du nicht weit. Ich weiß nicht, was Schattenherz macht. Lädel steht aber relativ nah hier oben. Das sollten wir vielleicht nutzen. So, Fernkampfangriff. Naja, immerhin. Gleich nochmal eine Aktion. Naja, die Situation ist schon gefährlich. Sturmangriff. Nicht genug Bewegungsrate. Schenkelschuss. Na, das wird nicht immer klappen. Na, doch, das hat auch mal gesessen. Ist jetzt ein bisschen langsamer. What now? Damned monster. I'll make you pay. Will, das sieht nicht gut aus. Aber was rennst du auch davor, du Depp? Bleib doch hinten. Oh, die revanchiert sich aber kräftig. Dabei ist die lahmgelegt, aber das gilt wohl nicht für Fliegen. Ja, ich glaube, da oben muss dringend geholfen werden. Das kommen ja überhaupt nicht voran. Will, du hast Pech gehabt, ehrlich. So. Kann man das Lied unterbrechen? Ich will es mal ausprobieren. Ja, dazu müssen wir erstmal treffen, das ist natürlich richtig. Jetzt bist du auch verlockt. Ich hab dir Weisheit doch noch gepusht. Ist ja nicht zu fassen. Das läuft so richtig, aber so richtig scheiße. Wieso bin ich denn gegen dich schon wieder im Nachteil? Na, geh halt näher ran, Mensch. Kann ich mit einem Donnerpfeil da was ausrichten? Okay, die fliegt dann weiter nach hinten, aber sie hört nicht auf zu singen. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Sie ist weiter hinten, was auch immer das bringen mag, weiß ich nicht. Siehst du, versteckt, das kriegst du nicht hin. Naja. Will, tschüss. Ach nee, Lazel ist dran. My injuries need tending. Wir können wahrscheinlich überhaupt nichts tun, um sie zu unterbrechen, oder? Du hast noch 2 Lebenspunkte, du machst hier gar nichts. Meine Güte, Will.
So schauriger. Vielleicht ist das, die ist noch völlig un... Konzentration. Ja, sie ist weggeschubst worden, aber es hat ihre Konzentration nicht unterbrochen. Das muss man erstmal schaffen. Nekrotisch. Das war so nicht geplant, aber es hat ja doch irgendwie was gebracht. Na, wer ist dran, Dringil? Oh, 12! Die greift an und verpisst sich wieder. Sowas kann Dringil ja leiden. Auweia, also du bist jetzt Schattenherz. 17. Viel Schaden macht das 1 bis 10. Das wäre jetzt natürlich Zufall, wenn das da unten helfen würde. Aber Schattenherz hat mitbekommen, dass die da unten ordentlich angeschlagen worden ist. Trotzdem hier oben, wenn Dringil ausfällt, ist ja auch nicht geholfen. Vielleicht sorgt das ja für eine entsprechende Ablenkung. Kleine Achtung. So. Auch Dringil hat gesehen, dass sie da unten angezählt ist. On my way. 80%. Geht da auch ein Hinterhältiger, weil da Will steht? Oh, und dann kommt wirklich ein Fehlschlag. Ah, oh, wirklich. Boah, und so eine Scheiße dann auch noch. Das war so ein sicherer Schuss. Klasse. What is this? I will have your head, Harpy. Ja, das kann ich nicht ändern, wenn die da liegt. Bei 80%. Das Ding wäre so weg gewesen hier. Mach das nochmal. Diesmal nur 5. Schade. Das Abbild interessiert sie überhaupt nicht. Ja, Läsel, es tut mir leid irgendwie, aber ich kann dir nicht helfen. Nächstes Mal eine wegkriegen hier. Das Abbild hat überhaupt nicht geholfen. Geht das da auf die Entfernung? Weiß ich nicht, mal gucken. Geht. Oh, was für ein Dreckskampf. So, dahin. Der Kleine verdrückt sich. Das ist gut für ihn. Läsel, meine Güte.
5 immerhin. So, mehr geht da nicht in der Runde, ha? Blood comes easy these days. Komm, 70%. Irgendwann. Ja, so will ich das haben. Hier. Wie steht's denn da? War der denn gewürfelt? Eine 14. Ja, so. Zwei sind weg. Also doch, wir gewinnen die Oberhand so allmählich. Da unten ist noch so ein Ding. Vielleicht kann man uns ja vor dem verstecken. Softer than a whisper. Alter, diese Flugangriffe und dieses Verpissen danach, das kann ich erleiden. Ja, du kannst ja gerade nicht viel tun, ha? Huh? Du hast auch keinen Trank mehr, da müssen die anderen dir helfen. Keine Kontrolle, sterbend, ja, achso. Wir sind am Zug. Schattenherz. Okay, so. Zwei sind tot, eins ist da hinten. Da sind jetzt alle unsere Gegner. Also da runterspringen, ohne dir weh zu tun. Teilweise. So, geht jetzt noch irgendeine Heilung? Ist alles zu weit weg. Puh. Das ist auch viel zu weit weg. Kannst du wahrscheinlich im Augenblick nichts tun? Ja, das Abbild war völlig für die Füße. So, Läsel, du kannst helfen. Hilf sterbenden Charakteren auf. So, jetzt war das schon alles mit deiner Aktion. Ja, glaub schon. Ganz noch näher ran. Where do I go from here? Es ist zu weit weg. Können wir da rüberspringen? Ach, ist alles schwierig. Alles schwierig. Ich glaube, du musst da auch runter. Das hier scheint zu gehen ohne Nachteil. Jawohl. Das musst du da auch rein. Gut, das mit dem Schleichen können wir eigentlich vergessen, weil das Lied wirkt ja auch auf dich, wenn du schleichst. Du kannst nicht mehr angreifen. Nicht genug Bewegungsrate, ja. Spurt. Ja. Im Spurt kommst du noch ein bisschen in die Nähe von Will. Und dann schwieriges Gelände. Schade. War das gerade ein brennender Pfeil? Was habe ich denn da angehakt? Na, wie dem auch sei. Sein Zug ist eh vorbei. Wer ist dran? Abbild? Nee.
Ah, Will ist dran. Du kannst die nicht angreifen, weil du zu schwach bist. Puh. Du kannst die da schubsen. Das wird nicht viel bringen bei einer flugfähigen Kreatur, aber vielleicht ja doch. Geh hier hin, vielleicht kannst du Lasel mit deiner Anwesenheit unterstützen. Ja, du machst nichts. Let's finish this. Immobil, glaube ich. Schattenherz, ja. Kommst auch nicht viel weiter. Ja, Heilung. Da geht was. Auf die Entfernung, danke. Wer ist dran? Lasel. So. Knaufschlag, um den Gegner benommen zu machen. Wer benommen ist, kann eigentlich nicht singen. Na? Eigentlich. Aber bei einem kritischen Fehlschlag, da geht halt gar nichts. Normaler Angriff. Oder zerfleischen von mir aus. Ja, Lasel sieht ja auch nichts. Aber immerhin, die da ist jetzt im... Die ist jetzt da im Dingsabumster, ihr wisst schon. Nahkampf. Da kommst du echt... Ach, Dringil. Ach, weißer Hase. Was soll denn das? Da müssen wir doch erstmal die da wegmachen. Ist aber schwierig. Göttliche Führung. Vielleicht hilft es ja dann was. Geht noch ein Spurt. Wonder if the gods are watching me. So. Dahin. Ah, verstecken erfolgreich. Sehr schön. Aber ich glaube, das war auch schon wieder alles. Na gut. Dieses Mistviehzeug. Ja, das Abbild widersteht dem... Dem Lied. Das ist ja ein Wunder. 40, machen wir nicht. Kommst nicht hin. Das Thema hat man mal erledigt. Geht noch ein Spurt. Onward. Dahin. Und verlockt. Toll. Wer ist dran? Lasel. Ach, das Ding wieder verlockt. Ach, sind alle verlockt. Jetzt verpisst sich das Mist wieder oben hin. Du kannst die ja heilen, das nutzt ja alles nix. Ja, schön, dass da ein Abbild steht. Es ist so schlimm. Steh wieder auf.
Und sei bitte nicht verlockt, wenn's irgendwie geht. Mein Zug, Lesel, verlockt. Ist alles verlockt, was soll denn das? So, das geht hier jetzt nur im Nahkampf leider. Hinterhältiger Nahkampfangriff geht nicht, weil die beiden verlocken. 50%, ja super. Ist das ein Dreckskampf. Das Vieh zu schubsen, das bringt ja auch nichts. Geh mal ein Stück weg. Da oben aber wieder eine ganz miese Quote. Prozent. Naja, bei der gewürfelten 1 wäre es auch egal gewesen, wenn ich da angreife. Sie kann singen und angreifen. Natürlich kann sie das. Tja, willst du wieder tot? Das reicht's aber echt. Prozent, das ist doch zum Brechen. Kannst du nicht hoch? Und da kannst du hoch. Sechzig. Sturmangriff, 55. Leute, wie oft kommt hier denn ein kritischer Fehlschlag? Also jetzt mal ehrlich, das war schon wieder der dritte. Und so oft kämpfen wir nicht, weil die meiste Zeit sitzen wir da und lassen uns bedudeln und besäuseln hier. Lesel. Geht das? Ja. Der steht wieder. Das ist aber hier ein Vorteil, weil wir versteckt sind. Gut. Die ist erledigt. Ich kann Will wieder killen. Was für ein Kostgänger hier. Aber jetzt haben wir niemanden mehr, der uns irgendwie ablenken kann von dieser Mistigen, die aber irgendwie den Zug nicht abgibt. So. Das heißt ja nicht genügend, hallo? 60%. Brenn! Ah, die schafft ihre Rettungswürfe auf Konzentration. Sie schafft sie einfach. Man weiß nicht, warum sie es schafft, aber sie schafft's. Lesel.
spring da runter. Wird doch gehen. Damit die im Nahkampf ist. Schon wieder ein kritischer Fehlschlag. Leute! Ich nehme euch das langsam mal übel. Ach, einen kritischen Treffer können wir also auch. Konzentration verloren. Na, endlich. Meine Güte. Ja, du kannst eh nichts. Let's end this. Boah. Ein Charakter ist dem Tod entronnen und stabil, jedoch bewusstlos. Er erwacht, wenn er Trefferpunkte zurückgewinnt. Lass ihn eine kurze Rast anlegen, heile ihn oder setze die Hilfsaktion ein. Ja, wir müssen das auf jeden Fall. Also, so dreckig, wie es uns geht, machen wir jetzt eine kurze Rast. I can keep going a little longer now. Ja. Wow. Ja. Keep going longer. Mann, hat die Episode gedauert. Das wollte ich doch gar nicht. Oh. Wir plündern noch die Harpien und dann ist hier Schluss. Meine Fresse, war das übel. Gold. Ey, Mirkon, das wirst du uns bezahlen. Da ist überhaupt nichts drin. Da oben wahrscheinlich genauso wenig, weil die überhaupt nichts dabei haben grundsätzlich, ja? Ja. Da drüben liegt noch irgendwo einer, aber diesmal ist auch egal, die gucke ich mir gar nicht an. Also hier oben gibt es einiges anzugucken. Am Strand finden wir bestimmt noch irgendwas, was uns interessiert. Da zum Beispiel mit Mirkon Mod zu sprechen sein. Die Quest untersucht den Strand. Wir haben das Kind vor den Harpyon gerettet. Es ist gesund und munter. Ja, irgendwo ist das Kind. Es ist zurückgelaufen oder wartet hier vielleicht im Gebüsch auf uns, wenn wir zurückgehen selber. Aber das werden wir dann erst suchen und ansprechen. Ach ja, hier ist er wahrscheinlich. Genau, da ist er. Er wartet auf uns. Immerhin. Aber wir reden mit Mirkon und dem Rest vom Strand erst im nächsten Teil. Oh, bis dahin.